Hallo meine Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich Notizblock. Wenn es sieht jetzt so aus, ich habe nur ein Beispiel gemacht. Ich habe das ein bisschen abgeschnitten, deswegen zerfällt das jetzt. Aber wir machen es jetzt mit euch etwas schöner und cooler. Ich wollte das nicht alleine machen, also hier. Ich wollte das nicht alleine machen, deswegen habe ich meine Cousine mitgenommen. Okay, dafür, für diese Notizblöcke, braucht ihr eine Schere, Kleber, ihr braucht keinen Kleber, also Schere, Bleistift und Papier. Hier, also DIN A4. Okay, jetzt fangen wir mal an. Man haltet den Blatt so. Dann faltet man ihn in die Ecke. Dann knickt man das in die Ecke. Und dann sieht es eigentlich so aus. Dann faltet ihr das wieder raus. Dann sind da 1, 2, 3, 4 Fläche. Und dann faltet ihr es nochmal. So, dann ist in der Mitte so ein Strich. Dann faltet ihr noch einmal. Und dann sind das so die kleinen Striche. 1, 2, 3, 4, aber noch dünnere. Dann macht ihr das auf. Und das sieht insgesamt so aus. Dann braucht ihr einen Bleistift, dann ist so, und dann knickt ihr das, und dann malt ihr hier so zwei Striche. Das sieht jetzt halt so aus. Dann muss ich warten auf meine Cousine, ist die Schere, und dann schneidet ihr die alle drei ab. So wackelig aus. So. Dann macht ihr das auf. Dann ist es so, zwei Flächen zu, zwei offen. Dann knickt ihr das nochmal und dann ist da sowas. Macht ihr so, knickt ihr und dann ist da so ein kleines Buch. Kann man umblättern, also umblättern und also. Und dann kann man da malen, was man will, aber da kann man noch was schreiben, so ein kleines Notizbuch, was man da schreiben will. Und schon sind wir fertig. Und so sieht es aus. Und schon sind wir fertig.